Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Mage Seeker mit mir, dem Doomsday. Willkommen zur siebten Folge. In der letzten Folge haben wir eine Hauptmission gemacht, genau. Wir haben Kara gerettet. Und wir sollen jetzt mit Kara sprechen. Und schauen wir uns doch jetzt mal an, was sie zu sagen hat. Also, legen wir los mit der siebten Folge zu The Mage Seeker. So, was hat sie denn zu erzählen? Oh, Silas, schön dich zu sehen. Leilani sagte, du wärst der neueste Rekrut. Genau, vor kurzem waren wir beide noch Gefangene der Magiesuchenden. Meine Wache flüsterte von deiner Flucht, du hast den richtigen Revolutionärsgeist. Aber du scheinst Mysteria zu kennen, meine Peinigerin. Das interessiert mich. Oh Gott. Ich kannte sie, habe sie seit meiner Kindheit nicht gesehen. Gibt es eine Rückblende, ja? Vor 15 Jahren. Davon wird mir schlecht. Warum musst du das nicht auch nehmen? Sie wissen, dass du stärker bist. Die Behandlungen helfen dir, deine Kräfte zu kontrollieren, damit sie nicht dich kontrollieren. Du willst doch nicht wie die Abtrünnigen werden, oder? Nein. Ein Jahr später. Silas, was ist passiert? Sie sagen, du hättest Leute umgebracht. Mysteria, du musst mir helfen. Sag ihnen, dass es ein Unfall war. Ich wollte ihr nur helfen. Sie wollten sie töten. Du hättest deine Macht kontrollieren sollen, Silas, so wie wir es trainiert haben. Sie trainieren Magier wie uns, Menschen zu töten. Magier wie wir. Ich bin nicht wie sie. Magier sind dreckig und gefährlich. Ich bin eine Magiesuchende. Ich bete für deine Umkehr. Ich brauche deine Gebete nicht. Ich verrecke lieber im Gefängnis, als mit dir das Töten von Magiern zu üben. Sie war deine Freundin. Würdest du sie töten, wenn du gegen sie kämpfen müsstest? Sie hat ihre Wahl getroffen. Wenn sie zwischen uns und Eldred steht, töte ich sie. Leilani hat versprochen, dass wir es alle schaffen, aber Freundschaft über den Sieg zu stellen, für dich zählt nur der Sieg. Ja, wie ich hörte, sind wir da einer Meinung. Ja, ohne den Sieg wären die Qualen und das vergossene Blut umsonst. Da fällt mir ein, ich habe diese Feder gefunden. Die Magiesuchenden glauben, dass sie von der verhüllten Herrin selbst stammt. Ich selbst folge der Herrin nicht, aber da drin ist eine enorme Menge Magie. Vielleicht kann ich darauf zugreifen, diese Magie in Petrizid zu speichern, wäre eine mächtige Fähigkeit. Übrigens, Silas, Leilani will, dass du zu ihr zum Thron kommst. Okay. Sprich mit Kara erfüllt. Hatten wir eigentlich noch Geld? Oh nein, nee, nicht wirklich. Was hat sie denn zu erzählen? Ach, zum Thron. Wo ist denn der Thron? Da unten. Mal sehen, was es jetzt hier gibt. Bestimmt eine neue Fähigkeit, wa? Geht zum alten Thron. Silas, hilf mir, die Truppen zu sammeln. Hey Magier, zugehört. Wow. Rebellen, mit jedem von euch wächst die Revolution. Spürt ihr es? Dank euch sind wir dem Sieg über Fürst Edward und die Magiesuchenden näher denn je. Wir machen das Unmögliche wahr und jetzt ist womöglich eine Legende zum Greifen nah. Wir haben Beweise dafür, dass die verhüllte Herrin real ist. Na, wegen der Feder. Die alte Frau im Wald, sie ist ein Mythos. Viele halten Yordle für Mythen und doch bin ich hier. Die Magiesuchenden glauben, dass es sie gibt. Wir müssen sie vor ihnen finden. Wir schicken Silas in die heiligen Wälder, um mehr herauszufinden. Wenn die Leute sehen, dass die alte Herrin auf unserer Seite ist, werden sie uns helfen. Mach dich bereit für die nächste Mission.
Die Feder muss irgendwo herkommen. Vielleicht finde ich den Mythos ja doch. Aber wollte sie die jetzt nicht in eine Magie verwandeln? Haben die noch irgendwas zu sagen? Ne, sieht nicht so aus. Sie noch was zu sagen? Nö. Gut, dann auf zur nächsten Mission. Wo wir jetzt ein paar Leute losschicken können. Vergiss du. Aber man kann nur eine machen. Ey, nimm mal zurück. Zurück. Was haben wir denn hier? Hier gibt's ein Mitglied. Hier gibt's Beute. Und hier gibt's zwei Mitglieder. Dann nehme ich das. Und zwar für. Ja, gute Frage. Und nochmal für ihn. Und wir haben nur eine Hauptmission, keine Nebenmission. Dann Hauptmission. Let's go. Auf geht's. Heilige Wälder. Büro des magiesuchenden Meisters. Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, wenn ein Gefangener flieht, Wisteria. Er hat mich im Kampf besiegt, Herr. Naja, eigentlich nicht. Das war eigentlich eher Kara. Bitte bestraf mich, wie er es für richtig haltet. Lass es nicht zu sehr an dich heran, Wisteria. Das trübt nur deine Urteilsvermögen. Er hat alles verraten, was wir lernten. Ich kontrolliere meine Magie noch, doch er ist ein Monster geworden. Du hast eine Stärke, die er nicht kennt, und die brauchen wir. Nach dem Tod des Königs ist das Reich instabil. Javan IV ist noch kein etablierter Herrscher. Javan. Die kleine Rebellion gefährdet ganz der Messier. Keine Sorge, Herr. Ryan und ich bringen euch Silas Kopf. Ryan war ja der allererste Soldat, gegen den wir gekämpft hatten. Ja, der da. Auch nicht. Ach nee, das war der. Okay. Ich hab euch enttäuscht, Herrin. Oh nein, 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 meine Beste. Du enttäuschst mich nie. Das ist eine Sie. Du hast seine größte Schwäche ausgenutzt. Sehr schlau. Keine Bange, Ryan. Abtrünnige Magier verkriechen sich wie Ratten. Aber wir werden sie allesamt ausmerzen, ganz sicher. Aber was, wenn das Schicksal auf ihrer Seite ist? Was, wenn die verhüllte Herrin ihnen hilft? Dann treten wir gegen das Schicksal selbst an. Wir wissen, was das Richtige für den Messias ist, oder? Ja, ich werde ihm wehtun. Heilige Wälder. Die Magiesuchenden suchen die verhüllte Herrin. Sie lebt tief in den heiligen Wäldern. Erscheint jedoch nur jenen, die ihre Hilfe verdienen. Finde sie vor dem Magiesuchenden. Okay. Schauen wir mal. Die verhüllte Herrin, ich hörte die Legenden. Manche nennen sie Heilige. Andere eine Hexe. Oh nee. Aber gut. Hab eine neue Windfähigkeit. Hey. Eine dunkle Spur, das wird die Herrin sein, wa? Das Zeichen der verhüllten Herrin? Sonst gab es jetzt hier nichts weiter, oder? Ne. Okay. Seltsam. Ist die verhüllte Herrin eine Art Naturmagierin? Gut möglich.
hier einfach mal eine Kiste. Der Messierbitterzieht reicht nicht bisher. Die Magie ist frei. Magie so dicht wie die Bäume tief im Wald. Oh, hier haben wir noch. Gefährten, sie wollten unsere Magie einsperren. Jetzt sei frei. Danke. Ich schulde dir mein Leben. Er steht hier einfach im Wald rum. Ah ja, falls ihr seht, ich habe aber meine Energie ein bisschen hochgestellt, weil ich nicht mehr allzu viel Zeit habe für dieses Let's Play und deswegen muss man mal ein kleines bisschen mehr Gas geben. Habe ich noch gar nicht erwähnt, gell? Habe ich somit jetzt gemacht. Also nicht wundern. Jetzt müssen wir ein bisschen vorantreiben hier, ne? Du fürchtest es nicht von meinen Kräften, wer bist du? Ich bin Silas aus Gelichtergraben, Vernichter der Magiesuchenden, Verspeiser von Ratten und Brei. Silas, der Revolutionär, ich hörte Geschichten über dich. Große Taten, die dich gern miterlebt hätte. Schließ dich uns doch an, wir könnten dich zu großen Taten mitnehmen. Die alten Götter haben uns aus einem Grund vereint, ich werde dich unterstützen. Komm, mysteriöser Stoß. Mystikschaden erhöht. Ich soll dich mal mitnehmen. Eieiei. Also in dem Dings darfst du auch nicht drinnen bleiben. Was sind das hier für Dinger? Einfach nur Lampen. Hier irgendeine neue Fähigkeit geholt. Oh lol. Das ist ja witzig. Ey, ich wollte mal. Okay. Nett. Immun. Gibt's hier irgendwo Geheimgang? Nee. Muss immer darauf achten, dass ich ein Vögelchen vielleicht höre. Wow. Kommt doch. Witzig. Oh, ich hab die Eiskette noch gar nicht gehabt. Oh, jetzt hab ich sie. Gischt. Macht's gut. Oh, lebt sogar noch. Okay. Aber ich habe jetzt keinen Vogel gehört. Gibt's wohl wieder einen neuen Weg. Aber Hauptsache schickt uns erst nach links.
rechts sogar gesperrt. Interessant. Führt sie mich zu ihr oder fort? Das ist eine gute Frage. Was hast du? Ein Eisschild oder was? Oh, es gibt eine Panzerung. Oben links seht ihr jetzt, was ich plus 33 Schutz habe. Interessant. Das heißt, sie hilft den Schwachen. Nun, ich bin nicht schwach, aber ich brauche weißen Rat. Und wir kriegen auch mittlerweile mehr Geld. Und Verstärkung. Alles kaputt machen. Wow. Okay. Müsste bestimmt gleich wieder ein Boss kommen, wa? Ich wette mit euch, ich komme dann hier wieder durch. Zeigt mir wohl den Weg. Ich will trotzdem hier runtergehen. Ha. Das ist wichtig. Ja, sag ich doch. Bosskampf? Oh ja. Ein Wächter des tiefen Waldes, die Herrin prüft mich. Vogel. Ah, dachte ich mir. Hey. Wie immun. Ja, coole Fähigkeit. Aber die bringt mir nicht viel. Ach, verschwinde. Ach, mit diesen Pflanzen kann ich auch Mana aufbauen. Zu wissen. Alles komm. Man hier alles achten muss. Ich kann die Dinger auch kaputt machen, lol. Nee, doch nicht. Das war's. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie das Vieh hieß. Die Magie hier ist uralt, älter als die Steine des Messias. Wie sie wohl bricht? Na, Tatsache, gib mir auch mal einer.
Offen. Sieht nicht demisianisch aus. Älter vielleicht? Ja, wir haben jetzt auch einige neue Zauber gelernt, gell? Die muss ich aber erst kaufen. Oh. Bist denn du? Okay. Das ist die Mission mit den meisten erlernbaren Zauber, ja. Haben wir es vergessen? Nein. Noch kein Vögelchen gefunden. Seid ihr? Ihr seid jetzt mit dem Panzer, gell? Aua! Eck. Ah. Bin bestimmt schon an der Vögelchen vorbeigelaufen. Wieder zurücklaufen, wa? Aber erstmal Gegner besiegen. Boss? Naja, er wieder. Oh, bei dem dauert es aber lange. Ehe man das. Gegen was ist blitzschwach? Führt ihr uns eigentlich noch überall hin? Ach du Scheiße. Was kommt ihr jetzt? Erstmal eher nochmal. Das ist so tot. Was sind wir denn jetzt hier? Gehen wir erstmal hoch, würde ich sagen, ne? Oder auch nicht? Hier müssen wir hoch. Denn wir wissen ja, die Währung ist wichtig. Die sollten wir uns schon holen. Oh, jetzt komme ich nicht zurück. Oder? Nope. Dann nochmal hoch, weil es gab da oben noch mehr. Erstmal ein paar Zettel. Und noch eine Kiste. 100, oh, gut Kohle hier mittlerweile. Jetzt nach rechts, ja.
Hoch oder runter? Ach, hier ist noch einer. So, bis jetzt die längste Mission, hä? Vom Weg her. Ich geh erstmal ganz nach rechts. Ah, mal wieder ein Vögelchen. Opferungsaltar. Gehen wir mal rein. Das ist wieder nach einem großen Bosskampf aus. Finde die verhüllte Herrin. Okay. Bin ja mal gespannt. Oh Sterne, die verhüllte Herrin, dich gibt es also. Willkommen, Silas aus Gelichtergraben. Dein Name wird gefaucht und gepriesen. Viele hassen dich. Und ein paar siezen ihre Hoffnung in dich. Setzen. Siezen. Du kennst mich, aber wie nenne ich dich? Manche kennen meinen uralten Namen Morgana, aber es geht nicht um Namen, du willst einen Segen. Und ohne einen Test kann ich dich nicht segnen. Du nutzt deine Ketten gut, nun, ich auch. Okay. Wow, schießt näher hin. Verlangsamt, ey. Nette Ketten. Das ist ja mies gewesen. So nicht. Auf damit. Kann ich von dir eigentlich Zauber klauen? Ja. Nee, kann ich nicht. Fesselt die mich hier einfach? Die geht das voll steil. Aua. Mit ihr. Alter. Man jetzt überall drauf achten muss. Eck. Ich habe meine Fesseln selbst gewählt. Deine Magie tut weh. Schmerz und Liebe sind verwandt. Und dein Schmerz zeigt mir, wer du bist, Silas. Viele sehen zu dir auf, doch du willst kein Anführer sein. Ich führe in der Schlacht, dafür eigne ich mich. Das sagst du zwar, aber ist es wahr? Reden wir.
Was ist das für ein Ort? Und wie die Unterhaltung weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von The Mage-Sieger, hier mit mir, dem Doomsday. Und bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.